Hallo Leute, mal das fängt ja schon gut an. So, Licht an, bam! Willkommen zu der Room Tour, dem 50 Abonnenten Special. Bam! Das geht ja gut los. Also, wir gehen hier direkt los. Was mache ich? Also, hier sind meine Bordspiele, dann hier irgendwelche Scheiße da drin. Und dann auch Scheiße, und dann kommen wir direkt zu meinen Videospielen. Ich mache das ein wenig zu viel Energie voll, ne? Also, PlayStation 3 Spiele, 4. PlayStation 4 Spiele, Wii Spiele, Wii U Spiele, 3DS Spiele und DS Spiele. Ja, das liegt alles da. Dann hier habe ich 10.000 Amiibos. Dann hier habe ich gerade auch meinen Fernseher an und auch der Fernseher von meinem Bruder. Oh Junge. Und da ist natürlich mein Brotstück, mein verdammter Computer. Da sind meine Konsolen, nämlich PlayStation 4 und 3. Und da sind die Konsolen von meinem Bruder. Der hat erst neulich, also besser gesagt gestern, meine Wii U auch dahingestellt bekommen. Und dann hat er noch eine PlayStation 3 und eine Wii. Und ja. Und dann ist wieder an der Kiste da. Und in den anderen Kisten hier wieder Krimskram. Dann hier sind Schulsachen. Und da sind die Sachen von der 7. Klasse. Und habe auch schön Druck geholt. Den ich meistens nur für die Schule einschmeiße. Dann habe ich da die 2 FNAF-Bücher. Ich bin schon verdammter Sucht, die bin. Dann hier habe ich 10.000 Plüschtiere, weil ich kein Leben habe. Dann hier der kleine Eck von meinem Bruder, denn er schläft seit einer Woche ungefähr schon bei mir halt. Das ist sein Bett. Zu meiner Baracke da oben, kommen wir zu dieser Baracke hier oben, also von mir halt. Kommen wir gleich, halt sind seine Sachen halt, wenn man mal dürstig oder hungrig ist oder wenn es dann da läuft und sein Handy halt. Noch meine Kopfhörer, noch mein Prachtstück auch noch. So irgendein Scheißstuhl. Dann kleiner von mir, weil ich dann einfach ein Desaster habe. Und dann gehen wir mal hier hoch. So, da seht ihr mein verdammtes Prachtstück. Also mein Bett. Hier oben, ey. Da ist eine Wasserflasche einfach, da sind meine Kopfhörer, ein Ventilator. Und dann haben wir hier noch ein paar Nerfs. So, jetzt wieder hier hoch. Hoch, genau, runter halt. So, oh, ups. Richtig schön. Hier seht ihr auch meinen guten alten Stuhl, den man in Fortnite Aufnahmen auch gezählt. So, jetzt gehen wir rüber zum Gang. Ich glaube, das sagt man hier so auf Deutsch. Hier Schuhschrank, dann hier Kleider aufgehangen und alles so, auch ein paar irgendwas, ich habe keine Ahnung. Dann ein paar Regenschirme. Boah, ich muss mich vielleicht ein wenig am Deutsch mehr wenden. Licht an, so hier, das verdeckte Badezimmer. Wir haben auch die Toilette ist separat halt. Was ja anscheinend auch gesünder soll sein, wie ich gehört habe. Aber ich glaube auch wahrscheinlich, dass das gesünder ist. Also auf jeden Fall, hier sieht ihr das verdammte Badezimmer. Ich glaube, da muss ich ja nichts Genaueres angehen, ne? Und auch den Boss, lol. So, nein, hier. Ja, da kann ich das nicht ausmachen, die Videos. So, jetzt kommen wir zu den alten Scheißbude. Ja, hier Toiletten probieren, wer jetzt gedacht, das Waschbecken. Und natürlich das Prachtstück der Scheißbude, die Toilette. Ich bin so dumm manchmal. So, dann springen wir zu dem Wohnzimmer. Hier der große Fernseher und dann noch elektrische Sachen da. Und dann halt noch da Sachen hier ist. Bevor ihr dumme Fragen stellt, das ist aus Tunesien. Ich weiß nicht, warum meine Eltern das gekauft haben. Aber ja. Dann hier haben wir auch etwas Geiles. Nämlich damit kann man die Haare färben. Aber leider geht es dann weg nach nachdem man in der Dusche war. Schade. So, natürlich haben wir ein großes Sofa und dann komme ich hier zu dem Desaster-Eck von meinem Bruder hier. Komplettes Chaos. Also der ist nicht besser im Aufräumen wie ich, auf jeden Fall merkt. Und dann kommen wir zu der Küche, da muss ich aufpassen, weil rechts am Kühlschrank sind Bilder von mir zwar, das kann man ja ruhig sehen, aber auch Bilder von meinem Bruder und seiner Klasse halt. Deswegen muss ich da aufpassen, dass ich das nicht zeige. So, auf jeden Fall haben wir da den Küchentisch. Ich darf halt nicht dir jetzt hier links zeigen. So, dann haben wir hier den kleinen Kühlschrank. Dann haben wir hier noch einen anderen halt, aber den kann ich leider nicht zeigen, weil die sind voll mit Bildern von meinem Bruder halt und ihr darf nicht ihn sehen, ne? Das war privat. Dann hier irgendwas für die Gesundheit und noch irgendwas zu trinken halt. Und ja, hier sind noch 10.000 Kisten wieder. Hier Getränke und alles so. Dann hier das Waschbecken. Dann hier zu essen. Denn zum Kochen. Also eigentlich nur das zu kochen, das hier ist ja viel Kaffee. Dann der gute alte Herd, den ich, wo schon mir manchmal passiert ist, dass einfach das da los ist gegangen ist und dann mein Vater das reparieren musste. Und ja. Okay, das sei dann in die Küche. So, jetzt aufpassen, dass ich nicht die Villa zeige. So, und jetzt kommen wir zu dem letzten Zimmer, nämlich halt dem Schlafzimmer meiner Eltern. Da muss ich auch wieder aufpassen, weil da sind wieder ein paar Bilder von meinem Bruder und anderen Personen halt.
So, also hier einfach ein Trainiergerät, was wir jetzt eigentlich nicht mehr so benutzen. Dann Nachttisch von meiner Mutter und da ist der Nachttisch von meinem Vater und dann ist das Bett. Und dann haben wir einen riesen Schreck mit 10.000 Sachen. Da muss ich hier aufpassen, weil wenn ich etwas höher gehe, dann sieht man Bilder von ein paar Versionen. Ja, hier ist noch mehr genauer. Und hier haben sie noch direkt einen Fernseher am Bett. Läuft, ne? Und dann haben wir noch ein paar Sachen. Auch der gute alte Baseballschläger. Und ja, halt Koffer. Aber ja, das war's eigentlich größtenteils. Ich würde jetzt normalerweise noch die Terrasse RKH, die, besser gesagt, beziehungsweise die verdammte, den verdammten Garten zeigen. Das Problem ist, ich habe Angst, wenn ihr die Straße sieht, halt dann, dass ihr vielleicht rausfindet, wo ich lebe. Also, jetzt für die Abonnenten, für die Freunde, die Abonnenten sind, die wissen ja wahrscheinlich, wo ich lebe. Also, paar auf jeden Fall. Aber ja, das war's dann mit dieser Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt so eigentlich wirklich eine etwas chaotische Version gemacht. Ich hatte sogar noch eine erste Version, aber die war ein wenig zu chillig. Deswegen habe ich einfach gedacht, komm, machst du einfach mal. Also, gehe ich eigentlich vor dem Fernseher. So denke ich, lieber hier vorgehen. So, voilà. Also ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Wertung, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, Kommentare, Kritik und Infos da zu lassen, wie euch das Abonnenten-Special gefallen hat. Vergesst auch nicht, noch die Videotrack abzuchecken. Vergesst auch nicht, mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen. Und vergesst nicht, das Video mit Freunden zu teilen. Ciao!